Ja, moin Freunde, heute mal aus meiner kleinen Bastelecke im Keller, wo ich halt hauptsächlich die Sachen, die ich baue oder mache. Ja, heute mal wie gesagt aus anderer Perspektive. Und zwar geht es heute um den Spießedreher. Ja, das war halt auch die Geschichte, wo ich mich damals verletzt habe beim Basteln im Keller. Aber jetzt ist er eigentlich soweit fertig. Was er noch so ein bisschen macht, der stockt hier, weil die Zähne von den Zahnrädern, die sind schon arg klein. Also wer sich sowas mal selber bauen will, dann halt wirklich mit ja, etwas größeren Zähnen oder ja, einen größeren Zahnabstand. Ich habe schon arg eng hier, ne? Also die Zähne, die. Der Abstand. Es dreht zwar alles, der Motor, der packt das auch, der hat eigentlich eine gute Umdrehung und wenn das mal haken sollte, dann schaltet er quasi auf Rückwärtsgang und dreht in die andere Richtung. Der Motor, der ist von Landmann. Ja, nichts Besonderes, keine Geschwindigkeitseinstellung. Vielleicht kann man das hier sehen. Einfach ein Anschalter. Der ist wohl hitzeunempfindlich. So, jetzt habe ich hier einen Spießedreher gebastelt oder gebaut für 10 Spieße. Den Motor habe ich mir hier mit so einem Blechstreifen festgemacht. Die Spieße werden reingesteckt. Das waren ja so Röhrchen, die ich mir abgeschnitten habe. Und die habe ich dann im Schraubstock gequetscht. Ja, Zahnräder, das war eine Zahnradwelle. Die habe ich mir in, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 7 mm waren das. 7 mm, aber. Muss nicht so dick, hätte auch 5 hätte vollkommen gereicht. So, jetzt war hier einer nicht richtig drin. So, die Gewindestangen, die habe ich jetzt etwas länger gelassen, um auf den Grill halt anzupassen. Ich weiß nicht, ob ich sie mir kürze oder ob ich sie so lasse. Das will ich mir dann noch überlegen oder schauen, wie das dann in der Praxis ist. Ihr seht, die Spieße drehen sich. Und ja, wie gesagt, ich habe hier 5 mm Flacheisen genommen. 3 mm hätte auch gereicht. Ich habe mir schon echt massiv gebaut. Ja, hier, da seht ihr das. Da hat es gerade so ein bisschen gehakt. Aber der dreht halt weiter. Ich werde das nochmal alles komplett in der Praxis testen. Ansonsten muss ich mir die halt so ein bisschen ja, aufflexen, sage ich mal, damit ich da mehr Abstand drin habe. Aber bis jetzt läuft das so bei den ganzen Probeläufen im Trockenen, sage ich mal, ohne Grill. Das muss ich alles noch. Ja, zeigen dann in der Zukunft. Ich werde auf jeden Fall noch Videos davon machen. Ich werde euch gleich auch noch mal draußen zeigen, wie sich das Ganze oder wie das Ganze aussieht, wenn es auf dem Grill ist. Einmal auf dem Kugelgrill und einmal auf dem ja, Spießegrill. Und ja, bis jetzt funktioniert das eigentlich soweit ganz gut. Und ja, hier habe ich dann etwas breitere Löcher gebohrt und dann habe ich mir das aufgeflext und halt hier so ein bisschen entgratet, gegenüberliegendes oder Auflageblech, das ist auch 5 mm. Ja, ob ich sowas nochmal bauen werde, weiß ich nicht, weil das ist schon echt viel Aufwand und ich sag mal, die gibt es auch ziemlich günstig im Online-Shop zu kaufen. Wenn jemand so einen Link mal braucht, dann meldet euch, dann schicke ich euch das zu. Aber ich habe das jetzt für mich mal, ich dachte, ja, ich kann mir das selber bauen, ich muss das nicht kaufen. Aber wenn auf Bestellung oder wenn jemand fragt, ich glaube nicht, weil da fehlt mir einfach die Zeit für. Und ja, wie gesagt, das war jetzt nochmal so zum Spießedreher. Ich werde jetzt nochmal rausgehen und das auf dem Grill drauflegen und euch das nochmal zeigen, damit ihr das seht, wie das halt auf dem Grill aussieht. Ja, also ich bin mit meiner Arbeit ganz zufrieden. Sieht ganz gut aus, funktioniert. Die Praxis wird es nochmal zeigen, also bis gleich. So, da habe ich das mal aufgebaut, aufgestellt. Wie gesagt, die Praxis wird zeigen, wie ich das nochmal alles mache, ob ich da noch was umbauen muss, ob ich da noch irgendwelche Halter dran machen muss. Ja, ansonsten so wird das Ganze dann aufgelegt auf den Mangal, auf den Spießegrill und ja, dann sollte das eigentlich alles drehen. Also wie gesagt, ich werde das in der Praxis noch alles testen und euch auch zeigen.
Jetzt will ich das nochmal auf den Kugelgrill auflegen und dann zeige ich euch das mal, wie das da aussieht, weil da kann man das Teil ja auch benutzen. So, und auch hier seht ihr, kann man das wunderbar drauflegen. Ich bräuchte theoretisch das Grillrost nicht, das könnte ich herunternehmen und entweder die Kohle dann in die Kohlekörbe oder versetzt oder normal die Kohle oben drauf und dann könnten wir hier auch, hier könnten wir den Rand als Auflagefläche nehmen und auch hier auf dem Kugelgrill könnten wir den Dreh- oder Schaschlik-Dreher auch nutzen. So, jetzt habe ich es da. Ja, das war halt so die Vorstellung von meiner letzten großen Bastelaktion. Das hat jetzt etwas länger gedauert durch die Verletzung, aber ich habe es jetzt fertig bekommen. Ihr habt gesehen, es dreht und wir werden das Ganze mal wirklich dann in Aktion sehen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, mich findet ihr auch übrigens jetzt seit kurzem auf Facebook. Ich habe da auch eine Gruppe, da werden die Videos gepostet, auch zwischendurch mal Fotos. Und da könnt ihr auch, wenn ihr Lust und Interesse habt, mir auch mal persönlich schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und googelt einfach mal oder sucht bei Facebook einfach mal nach meinem Namen, nach Valentin. Und dann findet ihr schon meine Facebook-Seite. Und ja, wie gesagt, falls ihr da Fragen habt, könnt ihr mir das schreiben. Und ich habe jetzt demnächst auch noch ein paar Sachen vor. Wie gesagt, es kommen auf jeden Fall Ende April jetzt auch wieder Wachteln. Die habe ich schon bestellt. Beim Züchter, beim neuen Züchter. Ich habe den alten leider nicht mehr wiedergefunden. Und was kommt noch, was kommt noch? Ach, ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier ein neues Spielzeug, den Kugelgrill. Da werden jetzt wirklich ein paar Videos von kommen. Aber nichtsdestotrotz werde ich auch die anderen Sachen noch alle weitermachen. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar schicke Sachen bestellt für den Kugelgrill. Und ja, was kommt noch? Wachteln, Kugelgrill, Facebook. Ja, das wären erstmal so die groben Sachen. Falls noch irgendwie was Neues dazu kommt, werde ich das in einem der nächsten Videos sagen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen würde ich mich freuen oder einen Kommentar. Und ja, dann abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr werdet kein Video verpassen. Gut, auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Bis dann.